So, ihr Lieben, wir legen wieder los mit Minecraft. Pixel Playground TV ist wieder für euch am Start. Zusammen mit mir, Panic Pixel, aka André, und einmal Korthog, aka Michael. Hallihallo, meine Freunde. Hallihallo. Wir hatten vorhin schon mal versucht, was aufzunehmen, nur irgendwie ist diese Aufnahme verschwunden und nicht mehr da. Deswegen zeige ich euch einfach, was wir in der Zeit gebaut hatten. Ja. Fangen wir mal an. Das Haus war ja schon so im Groben fertig. Wir haben dann hier hinten angefangen, oder ich habe hier hinten angefangen, eine Farm anzulegen, die ich dann auch weitermachen werde. Und ich habe angefangen, im Haus einen Keller zu bauen. Der wird aber auch noch fertig. So, was ich auch noch sagen sollte ist, ich benutze wieder ein Texture Pack, das Summerfields Texture Pack. Den Link findet ihr, wenn es euch gefällt, wie immer in der Beschreibung. So, dann machen wir mal weiter, ne? So. Wenn mich nicht alles täuscht, wird es aber gerade dunkel. Ja, so sieht's aus. Also, ab ins Bett. Oh je, das heißt, ich muss reinlaufen. Nein. So, ich bin in meinem Bett. Ich brauche noch ganz kurz. Eieiei. Ich glaube, ich baue mir noch mal ein Bettchen in unserem Haus. Das ist ganz schön blöd, jedes Mal da hinten hinzurennen. Brauch mal Wolle. Jo. Werde ich irgendwo finden. Ja. Lauf, Forest, lauf! Ja. Und wenn ihr erstmal meinen Weg hier seht, das. Hast du schon gelesen in den Kommentaren, was die Community vorschlägt, dort reinzubauen? Nein, habe ich noch nicht gelesen. Oh. Das... Ja. Immer das gleiche. Ein Schiff, eine Stadt, davon ist die Rede. Ein Schiff. Ja, oder eine Stadt, oder. Ein Bunker. Ich sitze in meinem Bunker. Genau. So, ich gehe jetzt erstmal Creeper auf die Jagd. Aha. Den schnapp ich. Was geht denn da draußen ab? Creeper! Komm her. Eine Creeper Party. Na, nur einer. Na komm, komm aus dem Wasser raus. Feigling! Komm schon! Ah, auf! Ja! Geschafft! Ich denke mal, ich mache dann jetzt als nächstes erstmal unser Feld soweit. Ja, ich hätte dort jetzt weiter gemacht. Ich bräuchte aber nur mal. Wolle, wo krieg ich denn jetzt Wolle her? Weißt du, was echt lustig ist? Das wäre. Manchmal gibt's ja den Bug, dass irgendjemand kein Texture Pack hat. Kein Skin hat. Ja. Sondern den normalen wie vom Texture Pack und den hast du. Und bei mir ist der normale Texture Pack, wenn du. Der normale Skin vom Texture Pack, wenn du keine Rüstung oder sowas anhast, siehst du aus wie so ein Penner mit einer Unterhose mit Herzchen an. Nee. Ja. Den habe ich aber jetzt nicht. Doch. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich werde jetzt als Penner mit Herzchen und Hose angezeigt. Ganz genau. Na super, das wird eine wunderbare Aufnahme. Ja, dann sieht man dich mal in Natura. Wie ich wirklich bin, ne? Wie du wirklich aussiehst. Unrasiert und in Herzchen. Mit langen, verfilzten Haaren. Wo bist denn du gerade? Moment. Bist du beim Haus? Ich laufe gerade wieder zum Haus. Ja, dass wir das mal kurz zeigen können. Weil ich habe das eben nur so ganz leicht durchs Fenster gesehen. Ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Ich bin vorm Haus, also. Ja. Auch nehme ich hier, uppala.
Da ist er. Ja. Der Penner. Nur in Unterhosen. Na super. Mit einem Vollbart und verfilzten Haaren. Sehr schön. Deswegen lebe ich auch nicht in der Wohnung. Nee, deswegen musst du im Keller wohnen, wenn er fertig ist. Ja, super. Sehr gut. Ist immer wieder grandios, was ich wieder abbekomme. Ja, aber was hältst du eigentlich jetzt von der Idee? Mit dem Schiff. Wieso ein Schiff? Was will ein Schiff in... Wir haben gefragt, was wir da reinbauen sollen. Und die Antwort darauf war ein Schiff. Oder eine Stadt. Eine Stadt hört sich sehr interessant an. Das ist eine... Aber ich glaube, dafür ist der Berg nicht groß genug. Oh, der ist groß genug. Also wenn ich allein überlege, wie weit ich jetzt schon gebaut habe. Wir müssen ja keine Hochhäuser bauen. Wir können ja Häuser an die Wand bauen. Weißt du, wie ich meine? Dieses eine Seite Wand und die anderen drei Seiten dann selber bauen. So klein. Weißt du, ein bisschen... Wie erklärt man das am besten? Du kennst ja damals diese Comicfilme, wo dann in unterirdischen Dingern immer so... Wo war denn das? Was für ein Film gibt's denn da? Ich hab keine Ahnung. Wie so Mini-Wohnungen. Ganz viele Mini-Wohnungen aneinander gequetscht und sowas. Ich weiß das. Nee, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, welchen Film oder Comic du meinen könntest. Ja, damals gab es so einen Comicfilm, da gab es das Ganze. Egal. Vergiss den Comicfilm. Denk dran, was ich jetzt gesagt habe. So, Mini-Wohnung. Ja, wir gucken mal. Wir können ja nochmal warten. Vielleicht kommen noch ein, zwei Vorschläge. Und ja, danach entscheiden wir. Weil ein Bunker wäre ein bisschen wenig für das, was ich vorhab, zumindest. Also für die Größenordnung, was ich mir vorgesehen habe. Ja, wie gesagt, wir gucken mal. Aber das sind die ersten Vorschläge. Mal gucken, wenn was kommt, was Neues, was Gutes. Werden wir mal schauen, was wir da reinzimmern. Es wird bestimmt trotzdem, egal wie, ich wirtschafte. Ja. So, und so. Wie viel habe ich denn jetzt schon? 26. Noch mehr. Oh Mann. Diese Graberei, die ist unglaublich, das glaubst du nicht. Du wolltest es machen. Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass du dir immer die Arbeit raussuchst, nach der du danach 3-4 Mal keinen Bock mehr hast? Stimmt auch wieder. Also, um mal einen Vergleich zu bringen, auf unserem Testserver, auf dem wir einfach so ein bisschen spielen, ohne aufzunehmen, wovon wir auch mal bestimmt irgendwann eine Führung machen, hat sich Gino vorgenommen, er baut ein großes Dorf. Er hat angefangen, fand da die Idee auch super toll und irgendwann hat er eigentlich nur noch geweint. Ey, du musst schon zugeben, dass es für einen Anfang du hast echt viel gebaut, aber... Ja, aber das ist einfach zu viel für einen alleine. Du hast es dir aber vorgenommen. Ich habe auch eher gedacht, dass wir... alle daran bauen, so, ne? Nö. Ja. Hast du falsch gedacht, mein Freund? Ja. Nicht mehr. Vor allem, weil du ja gesagt hast, du baust das. Ja, das kann man jetzt wieder so oder so sehen, ne? Also, ich denk mal, Teamarbeit und sowas. Wir sind ja ein Team. Das Pixel Playground-Team. Dann spielst du definitiv mit den falschen Leuten. Schon wieder recht. Nein, hallo, ich würde dich in DayZ für eine gute Waffe sofort erschießen. Man hat gemerkt das letzte Mal. Hatten wir das auf einer Aufnahme drauf? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, aber das war, falls wir es nicht drauf hatten, erzähle ich es kurz. Und zwar war es so... Ansonsten, Achtung, Spoiler, wer es nicht vorher wissen will, sollte jetzt mal sich die Ohren zuhalten. Genau. wir waren unterwegs
in DayZ und haben so ein Förstner Türmchen gefunden. Mitten auf dem Weg. Und auf dem Förster Türmchen war eine sehr gute Waffe. Was für eine war das? Weißt du das noch? AK-47. Ja, eine AK-47. Und ich bin halt schon als erster vorgerannt. Hab mir direkt Moment, nein. Es war wie folgt. Nobody's Face, also Max, war auf dem Server und hat die gefunden. Und wir waren halt alle im TS und er meinte dann, ja, hier, André, wie schaut's? Kommst du auf den Server? Ich hab eine Waffe für dich. Und ich hab gemeint, ja, ich bin gerade auf einem anderen. Und dann hat Gino gesagt, ah, ich bin schon auf dem Weg. Ja, hallo, wenn du sagst, bist du auf einem anderen gerade? Ich habe aber nicht gesagt, nein, ich will jetzt ihn nicht. Du hast sehr desinteressiert gewirkt und deswegen... Na... schon. Und na. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme und hole sie wieder. Und das Erste, was dann war, ich höre im Hintergrund noch, ich komme schon auf den Server. Okay. Da ich dann aber schon früher drauf war und ihn schon in den Visier genommen habe, als er dann... Nee, umgedreht. Du bist zum Deerstand gerannt und ich bin ganz langsam mit dem Fahnenkreuz auf deinem Kopf dahin. Hab halt gemacht, wehe, du kletterst jetzt da hoch. Ja, okay, aber davor war ich jetzt schon drauf. Ja, ja, klar, ich bin kurz nach dir und du bist dann vor mir gelaufen und wolltest ja, gerade genau. Da dran und ich hab nur gemeint, wehe, du kletterst da hoch. Ich erschieße dich, aber mit diesen ernsthaften Worten, das müsst ihr einfach euch so vorstellen, als ob er mir wirklich mit dem Tod droht, aber... Hab ich ja, in dem Moment. Ja, aber nicht im Spiel, sondern wirklich. Ey, wenn du da hingehst, ich bring dich um. Ich schieß auf dich, egal, ey. Nur die Leiter berühren und ich bring dich um. Ja, das waren genau meine Worte. Wehe, ja. Du gehst da aus. Und mit einer Ernsthaftigkeit, ich hab's nicht geglaubt. Ich hab echt gedacht, okay, ich darf nicht mehr zu ihm. Ich muss aufpassen, ob er dann noch vielleicht quasi mit dem Messer vor mir steht oder so. Ja, geht ja leider nicht. Man weiß nicht. Ja, aber dafür hat er später die bessere Version der AK noch bekommen und da habe ich dann nichts gesagt. Ja. Und dafür versorge ich ihn jetzt, nur so als kleine Info. Ich stehe aktuell kurz vorm Northwestern Airfield, wo es die besten Waffen gibt und sobald ich da was raus habe, bringe ich ihm auch was mit. Ja, weil ein netter Junge dort gestorben ist. 5 Minuten Weg noch. Es ist schon wieder dunkel, Mann. Machst du nicht nach dem Keller? Nee, ich mach grad draußen die Farm. Wenn ich den Keller mache, können wir skippen, das ist kein Problem. Ja, das hätte ich nicht gedacht, weil dann hätte ich auch jetzt skippen können. So. Also ich lieg im Bettchen. Gute Nacht. So. Yay. Das ist ein wunderschöner Tag. So, es ist immer noch definitiv viel zu... Da ist schon wieder ein Creeper. Ey, ich weiß nicht, haben wir so einen Creeper-Spawn erwischt oder so? Ich weiß es nicht. Bei jedem Mal. Ich glaube, das packe ich mal alles zusammen. Unsere Anfangsaufnahmen. Wie die immer aussehen und sich anhören. Und das zeige ich dann mal den Zuschauern. Ja, ich habe mir schon mal überlegt, ich werde irgendwann mal ein Best-of Gino fliegt in die Luft machen. und da. Gino ist Blow-up. Ja, und dann deine Reaktion jedes Mal. Nein, verdammt, nein, nicht schon wieder, nein! Oh je, da kommt was raus. Oh, ich brauche mehr Getreidesamen. Dann verlaufe ich mich schon wieder. Mach dir Schildchen. Ja. Quatsch, ich bin schon groß, ich komme in DayZ alleine zurecht. Nicht wie manche andere. Ja, aber du gehst da halt noch einen Ticken unorganisiert vor. Hallo, ich hatte alle Teile für ein Auto, da... Ja, aber das heißt nicht, dass du dich damit zurechtfinden kannst.
eine Karte oder sonstiges Zeug. Das reicht vollkommen, wenn man Autoteile hat. Genau. Und nichts halt anderes. Trinkt man halt vom Tank und isst ein paar Metallteile. Hallo? Nom 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 nom. Jetzt war danach das Auto nicht, aber... Und du auch nicht mehr. Nein. Aber egal. Ich hatte alle Autoteile. Genau. Genau. Du sagst es. Ja. Es ist alles egal. Hauptsache ich hatte alle Autoteile. Ich habe deine seltsame Logik durchschaut. Also für einen Gino sind Autoteile wichtiger als alles andere. Wichtiger als Essen, wichtiger als Trinken, sogar wichtiger als eine Waffe. Ja. Wer braucht schon eine Waffe? Du kannst ja auch vor allem keine mehr nehmen, wenn du nur noch Autoteile hast. Und den kleinen Rucksack. Wenn man Autoteile hat, alle, jedes Autoteil, mit dem kleinen Rucksack, dann kannst du noch eine Waffe mit einem Magazin nehmen. Du bist aber hier der gefährlichste... Badass Motherfucker auf dem Server. Und wenn du es noch besser machst, nimmst du einfach eine Axt, weil dann verbrauchst du den einen Platz auch nicht. Ja, dann kannst du noch eine Dose Cola mitnehmen. Genau. Sehr gut. Hast du doch was zu trinken. Weil ich habe auf dem Weg nach oben nur eine Dose Bohnen gehabt. Das war alles, das hat mir gereicht. Bis ich dann ganz oben war, nicht. War ich halb verhungert, halb tot, wegen Blutverlust und dies, das, jenes. Aber egal. Ja, und zwischendrin als gehört, ich verhungere, ich verdurste. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Ja. Doch, ich schaffe es. Nein, ich schaffe es nicht. Doch, ich schaffe es doch. Wie bist du dann nochmal gestorben? Ich habe mich hingelegt und mir mein Bein gebrochen. Ja, Dabbigkeit gehört bestraft, ne? Das schaffst auch nur du. Legst dich hin und brichst dir ein Bein. Ich verstehe es immer noch nicht, aber okay, ja. Was bist du nichts zu tun und willst mir helfen, hier das riesen Räumchen zu machen, ne? Nein. Warum? Du kriegst dieselbe Antwort, wie als du mich nach der Hilfe bei deiner Stadt gefragt hast. Ich hab selber gerade zu tun. Ich muss Weizensamen pflücken. Wow. Dann sammel ich mit deinen Samen. Ja, mach. Das ist das actiongeladenste überhaupt. Das freut die Zuschauer ganz sicher. Ja. Schau mal, er sammelt Samen. Mama, was sind Samen? Also, das mein Kind. Das sind Dinger, die schwimmen. Spaß, Mann, lach doch mal. Ja, du musst mir sagen, wann ich lachen soll. Gut, weißt gut. Du, ich geh zum Lachen in den Keller, mein Freund. Achso, okay. Dann weißt, geh mal ab. Ja, da musst du aber erst einen Witz erzählen, aber wir hatten ja schon mal das Thema und... Es waren ja jetzt nicht unbedingt die Bresten. Nee. Ich kann nur Mama-Witze. Ich weiß nicht. Man lernt nur so Blödsinn in der Schule. Du warst in der Schule. Ja, unglaublich, gell? Das ist nicht Straßenabi. Nein, Rüdli-Schule. Oho, Waldo. Übel, voll krass. Glaubst du? Ich glaub dir fast gar nichts. Glaubst du nicht? Glaub ich nicht. Wirklich bin ich Typ. Ich heiße Hassan. Ja, jetzt lass mal einen armen Hassan da aus dem Spiel, ja? Nee, der ist cool. Der sieht das und dann verhaut er dich wieder. Achso. Genau. Das würde ich doch gerne mal sehen. Und wenn es so wäre, würdest du es wahrscheinlich niemandem erzählen, weil der zu peinlich ist. Man muss erwähnen, wie alt ist Hassan jetzt? Keine Ahnung. Das ist dein Freund. Ich glaube, er ist jetzt 17 oder so. Irgendwas in dem Dreh. Wir fragen ihn einfach. Er wird sicher demnächst wieder mit uns League of Legends daddeln. Dann werden wir das erfahren. Genau.
So, noch ein paar Samen, komm schon. Noch ein paar 100.000 Steinchen und dann bin ich fertig. Yay, ist ja fast geschafft. Und ist noch nicht mal annähernd so groß wie ich mir. Du dir das in deinen Träumen vorgestellt hast. Ja. Es geht nicht. Wie soll ich das? Ich habe allein jetzt, nur für das, was ich jetzt gemacht habe, 4 Eisenhacken schon weg. Nimmst du auch dafür Eisenhacken? Hallo? Will ich da eine Stunde rumstehen? Ja, trotzdem. Du verballerst da unser Eisen. Das Eisen habe ich gefunden. Ja, ich es auch verballert. Sagst du jetzt? Ja, okay, in Wirklichkeit habe ich alles von uns rausgenommen und dafür genommen. Ja, eben. Ja. Also, jetzt weiß ich es auch. So geht das nicht, das wird Disziplinarmaßnahmen. Die werden wieder eingeleitet. Ja, ich glaube, es wird mal wieder Zeit, dir eine schriftliche Abmahnung zu erteilen. Du weißt, dass ich dann eigentlich schon längst gekündigt sein müsste. Ja, man kündigt theoretisch nach 3, aber es obliegt ja dem Chef. Okay, wie viele habe ich denn noch offen? Das mal entscheide ich nach Lust und Laune. Ach so, danke. Ja. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, wer dich am Anfang zum Chef erklärt hat. Das wart ihr. Nee, ich glaube eher, das hast du selber gemacht. Ja, und da ihr nichts gesagt habt, habt ihr das angenommen. Ja, so ein Mist aber auch. Ja, er muss die Verantwortung ja tragen. Welche Verantwortung? Dass pünktlich hochgeladen wird, dass aufgenommen wird, also ich bitte dich. Naja, da du nichts davon auf die Reihe kriegst, passt es schon. Okay, ich werde deine Daisy, deine Amnesia-Folgen nicht mehr freigeben. Leute, es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass heute die Abschiedsfolge von Gino war. Amnesia wird gecancelt, ist vorbei. In League of Legends werden wir auch nicht mehr zusammenspielen. Ich werde weiterhin mit Nobody's Face zusammenspielen. Aber Gino wird ab heute dann nicht mehr bei uns sein. Das ist ein schwerer Schlag, er war mir ein sehr persönlich enger Freund, aber Zeiten ändern sich. Und ich bin sogar jetzt extra für diese Rede stehen geblieben, ne, also. Was bist du stehen geblieben? Ja, damit es so einen gewissen dramaturgischen Wert hat. Ach so, ja, da hätte ich wenigstens auch noch die passende Musik dazu laufen lassen. Lief, keine Sorge, lief. Okay. Und zwar, jetzt ist er weg. Weg. Für immer allein. Und es war noch nie schöner, allein zu sein. So. Okay. Machen wir mal normal weiter.